Hallihalle, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass dieses Video hier nicht zu laut wird. Wie immer, neben mir ist ein Sportplatz. Und dadurch, dass ein Sportplatz da ist und jetzt gerade zur Zeit Bundesjugendspiele dauernd da stattfinden, ist es echt ziemlich laut. Ich habe mich diesmal für irgendwie ein bisschen Blümchen entschieden, weil ich gemerkt habe, das habe ich irgendwie noch nie benutzt. Vielleicht in Kombination damit oder damit mal schauen. Und ich dachte, irgendwie habe ich keine Verwendung dafür. Und irgendwie brauche ich was Neues, Leute. Ich brauche eure Hilfe. Irgendwie dieses oben Washi-Tape kleben und drunter das so schreiben. Irgendwie wird es mir doch zu langweilig. Habt ihr da irgendwie Ideen, was ich irgendwie Neues machen kann? Vor allem die Washi-Tape, die ich zu Hause habe, die sind jetzt auch nicht so besonders wow. Ich habe die jetzt auch alle schon gefühlt 100 Mal benutzt. Deswegen schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr da wirklich eine Idee habt, wie ihr das macht oder einfach so eine Idee. Ihr müsst es ja nicht unbedingt machen, aber wenn ihr eine gute Idee habt, gerne auch einen Link von irgendeinem Foto oder von irgendeinem Video, wäre ich sehr dankbar. Also weil irgendwie ist so die Luft raus, weil es sieht immer bei mir gleich aus. Gut, diesmal klebe ich irgendwie mein Washi-Tape so hin. Ich weiß nicht warum, aber diese Shakes hier, Milchshakes und Fruchtshakes und so weiter. Das ist für mich irgendwie, einerseits ist es ja Winter, aber dadurch, dass es hier so bunt ist und dass eher so Fruchtshakes sind, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, gefällt es mir wiederum wieder. Keine Ahnung, passt auch wieder, also ich glaube irgendwie passt es zu jeder Jahreszeit. Und außerdem mag ich es ein bisschen bunt, von daher passt das ganz gut. Könnt ihr das gut sehen? Ja. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich habe mir irgendwie noch nicht so wirklich Gedanken gemacht. Ich habe nur dieses Washi-Tape hier rausgesucht und dachte mir, das muss ja auch mal benutzt werden. Gucken wir mal. Vielleicht wird es ja was. Man weiß es nicht. So. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, oder was denkt ihr? So bisher. Müssen wir auch noch auf der anderen Seite. Ich brauche was Neues. Ich brauche einfach was Neues. Irgendwie, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich jetzt die Videos mache, weil ich könnte ja gefühlt jedes Mal nur diese Washi-Tapes hier benutzen. Ich mag das so schlicht, aber irgendwie brauche ich. Seht ihr, dieses Jahr war das oft eher so dieses Schlichte. Oder habt ihr vielleicht einen Link zu coolen Washi-Tapes? So mal was Neues, das wäre auch mal was. Also ich könnte natürlich auch selbst stöbern, aber wenn ich anfange zu stöbern, Leute. Ihr wisst, ihr wollt nicht wissen, ich bin dann wirklich sehr lange dran, habe dann 100 Sachen im Warenkorb, dann nehme ich irgendwann mal gegen Ende 100 Sachen wieder raus aus dem Warenkorb, mal bestelle ich, mal bestelle ich gar nicht, weil ich mir denke, boah, was ist denn das für eine Geldverschwendung schon wieder, du hast doch eigentlich so viel. Ach Mann, so, eigentlich sieht das doch ganz okay aus, oder? Was machen wir denn immer so? Wir haben immer hier zuerst die Einnahmen, davon habe ich ja kaum was, Fixkosten, dann machen wir das doch mal. Also das passt auf jeden Fall nicht dazu. Das irgendwie eigentlich auch nicht. Jetzt gucken wir einfach mal. Also wie gesagt, ich mache das hier gerade mit euch zusammen. Ihr sagt ja immer, ihr mögt das, dass meine Videos immer so authentisch sind. Und deswegen dachte ich mir, bevor ich da irgendwas alleine plane, ist es, glaube ich, viel schöner. Vor allem das Gelb hier will ich irgendwie ein bisschen will ich weghaben. Ich weiß nicht, ob das so passt. Farblich, ehrlich gesagt. Gefällt es mir noch nicht so. Vielleicht das da eher. Und vor allem brauche ich eine Überschrift. Und das ist auch so wieder eine Sache. Ist auch so ein bisschen, wie ich das immer schreibe. Sorry für den Ausdruck, aber irgendwie ein bisschen ausgelutscht. Lila passt nicht so wirklich. Das passt eigentlich auch nicht so wirklich. Eigentlich bräuchte ich alle Farben, damit das irgendwie passt. Vielleicht machen wir das auch so. Ich habe das doch hier irgendwo mal bunt gemacht. Ich meine, das war eben im April, wenn mein Kleiner Geburtstag hatte. Sah das denn gut aus? So, wird das denn passen? Eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich es ein bisschen seriöser, Leute. Ihr merkt so langsam. Ich habe hier noch sowas. Die passt mir ja auch nicht. Nee, das passt gar nicht, finde ich. Guck mal. Ich habe das nämlich hiervon. Und irgendwie scheitert das gerade nur an der Deko. Und wenn das bei mir an der Deko scheitert, dann wisst ihr, okay, so langsam brauche ich was Neues. Passt das, wenn ich das hier so kreise? So? Irgendwie? Aber vielleicht so?
So sieht es doch nicht schlecht aus, oder? Schaut mal, wenn ich das so mache. Sieht eigentlich echt nicht schlecht aus. Dann haben wir halt ein bisschen Braun reingebracht. Okay, das war ein bisschen zu stramm gezogen. Zu stramm gezogen, das muss ich irgendwie ein bisschen hier. So Leute, ich hatte kurz das Video angehalten, habe mal so ein bisschen weitergemacht. Ich bin ganz, ja, zufrieden. Eigentlich hätte ich ehrlich gesagt, ich habe jetzt hier den hier genommen dafür, weil ich einfach kein helles Braun oder so habe. Ich glaube, mich stört das auch, dass ich so eine begrenzte Auswahl an Textmarkern habe. Kennt ihr irgendwie Textmarker? Jetzt mal, das muss jetzt nicht so original Faber Castell sein oder sonstiges, sondern kennt ihr allgemein irgendeine Firma, von mir aus auch eine Billigfirma, das ist egal, die wirklich jede Farbe von Textmarker hat oder einfach so dicke Stifte, die nicht so, die nicht dafür sorgen, dass man dann auf der Rückseite das alles durchsieht. Weil ich habe hier zum Beispiel, das hat mir mein Mann gegeben, das ist eher, gut, das ist ein Flipchart-Marker. Aber der ist schön groß, damit könnte ich theoretisch arbeiten. Aber sobald ich nur einen Strich mache, sieht man das hier auf der Rückseite. Also es geht durch. Kennt ihr da irgendwie? Ich glaube, das müssen so wasserbasierte Stifte sein. Keine Ahnung. Wenn ihr da irgendwas kennt, bitte, bitte, bitte schreibt mir das unten in die Infobox. Ich brauche unbedingt neue Stifte. Ich glaube, es liegt nicht mal an den Washi-Tapes. Ich glaube, so langsam, ich bin selbst unzufrieden mit, ja, mit meinen Markern. Einzig sind das Sparspiele und Challenges. Meine Marke, geht das hier noch? Und ihr wisst ja, mein Handy überhitzt ja auch noch. Ich bin immer noch am Nachdenken, soll ich jetzt schon zur Zeit jetzt noch ein neues Handy holen? Soll ich warten, bis ich meine Einnahmen habe? Soll ich vielleicht doch lieber ein erneuertes, also ich glaube, ist das refurbished? Das ist ja ein general überholtes, aber. Trotzdem sind die ja dann gut und mit Garantie. Ich weiß es noch nicht. Oder soll ich? Also ich glaube, Saturn und Mediamarkt bieten 10%, die 10 Monate, wenn du in Raten zahlst, 0% Finanzierung, aber 10 Monate bei einem Handy, was irgendwie 1300, 1400 kostet. Weil ich habe echt überlegt, ob ich ein älteres kaufe, aber das löst trotzdem nur das Problem mit der Überhitzung vielleicht. Aber es löst nicht das Problem, dass die Kameraqualität echt nicht so gut ist und ich jedes Video immer bearbeiten muss. Also mal schauen. Also, wir haben Haushalt, da hat mir mein Mann wieder 300 Euro überwiesen. Wenn er mal was kauft, dann bezahlt er das und nimmt das Geld nicht von mir an. Dann haben wir noch Kindergeld und ansonsten kein Gehalt und kein Elterngeld, aber ich bekomme bald Gehalt und ich habe mal ausgerechnet, Leute, wir können uns freuen. Mit dem Kindergeld zusammen und mit den Gehaltserhöhungen und was weiß ich was, verdiene ich schon fast 4000 Euro netto. Das ist der Hammer. Gut, da fehlen noch ein paar, ich glaube 200 Euro oder so. Aber wenn man bedenkt, dass ich ja noch einen Etsy-Shop habe, YouTube-Einnahmen, verdiene ich auf jeden Fall dann um die 4000 netto. Das ist, ich weiß, es ist ein Segen und ich will mich überhaupt nicht beklagen oder sonstiges. Also ich freue mich wirklich total darüber, weil dann kann ich endlich alles abbezahlen, meine Sinking Funds wieder füllen und ich kann vor allem auch meinen 10.000 Euro bzw. 50.000 Euro Plan endlich mal anfangen. So, was haben wir noch? Abo und Mama. Und ich kann meine Mama wieder unterstützen finanziell. Genauso wie meine Schwester, die kriegen ja immer von mir Taschengeld. Das hätte ich eigentlich in Braun schreiben sollen. Sieht schöner aus, glaube ich, oder? Also Leute, ihr könnt euch auch September auf ein riesen, riesen, riesen Cash-Stuffing immer freuen. Und ihr könnt euch auch noch darüber freuen, dass meine ganzen Sinking Fund, meine ganzen Banner endlich mal wieder befüllt werden. So. Das ist eigentlich alles noch beim Alten geblieben. Ich bezahle immer noch das Gleiche. So, und bei meinen variablen Kosten bleibe ich erstmal gleich, da wird sich aber auf jeden Fall einiges ändern. Und wir wissen ganz genau, ich bekomme zwar gutes Geld ab September, wenn ich wieder mein Gehalt habe, aber. Es steigen auch die Kosten wieder für mich. Ich übernehme wieder die Miete, also die Hälfte, die auch wieder gestiegen ist. Ich übernehme mit meinem Mann zusammen natürlich auch die Kita-Kosten. Ich weiß nicht, was bezahlt ihr für die Kita, beziehungsweise also für die Krabbelstube. Hier wollen die 400 Euro haben. Knapp, also die wollen
380 Euro jeden Monat haben plus jedes halbe Jahr 50 Euro nochmal dazu. Ich weiß nicht, irgendwie kommt es mir so ein bisschen alles so teuer vor, aber wenn ich so höre, was die anderen so bezahlen, ich glaube, das ist ungefähr gleich bei jedem, oder? So, Haushalt kommt 300 Euro rein, davon bezahlen wir meistens nicht die Getränke und wir gehen einmal die Woche, bestellen wir oder gehen aus und ansonsten einmal die Woche sind wir mindestens bei Schwiegereltern oder bei meinen Eltern. Also theoretisch kaufen wir nur für 4, 5 Tage ein immer. So, Taschengeld hab ich 200 Euro eingeplant. Dann ausgehen habe ich 100 Euro für den Monat ausgeplant. Gewerbe 100, damit ich die ganzen Briefmarken kaufe für mein neues Sparspiel, was ja so gekauft wurde. Das ist ja das hier. Da brauche ich natürlich einige Briefmarken. So, Sprit 100 Euro. Baby habe ich jetzt mal eingeplant 70 Euro, weil Windeln habe ich komplett, Abteilmehl habe ich komplett. Feuchttücher habe ich für den Monat auch. Ich werde jetzt nur noch so ein paar Gläschen, so manchmal kaufe ich mir so ein Bio-Joghurt für unterwegs, wenn wir mal unterwegs sind. Dann bisschen Babypuder und ja, sonst brauche ich nicht viel. So, und Drogerie für mich 20 Euro. So, das ist der Plan. Das ist der Plan, Leute. Und ich würde mal sagen, bevor mein Handy mal wieder überhitzt, würde ich mal sagen, fangen wir doch direkt an mit dem Geld. Das ist gar nicht so wenig. Das sind 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 900, 910 verteilen wir jetzt. Machen wir das mal so am besten. Ihr wisst ja, das Planen dauert immer länger als das Verteilen. So, eigentlich muss ich hier gleich noch die Sparspiele alle auflisten. Aber wir fangen jetzt erstmal damit an. Mit Haushalt 300 Euro. Dafür habe ich ja hier diesen. Mir wurde geschrieben, woher ich den habe. Der ist immer verlinkt, aber es kann sein, dass er ausverkauft ist. Ja, das tut mir leid. Ich kann euch sagen, wenn man selbst die Sachen aufschreibt, ich schreibe die immer mit so einem Stift auf von Edding, je nachdem. Könnt ihr euch die Farbe aussuchen? Das hält ganz gut. Hier stand, ich glaube, Dining Out, also ausgehen. Das stand auch von denen. Und dadurch, dass ich hier immer Kleingeld drin habe, ist das irgendwie komplett weg, wie ihr sehen könnt. Also da ist nichts mehr übrig davon. So, wir nehmen erstmal Haushalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, wenn ich erstmal wieder so viel Gehalt habe und. Ja, ich habe es jetzt schon oft in diesem Video gesagt, aber ich kann es halt nur mit euch teilen, weil es geht nur mal um Budget und um Geld verteilen in diesem YouTube-Kanal. Wenn das erstmal so ist, dann glaube ich, werden die Videos ewig lang wieder sein. Also ihr könnt euch auf was freuen. Taschengeld lassen wir erstmal weg. Ausgehen 100. Damit kaufe ich mir meistens so meine Getränke und wenn ich mal mit Freunden ausgehe, also das heißt ausgehen, essen hier einfach. So, das sind 100. Dann Gewerbe. Habe ich nicht hier, sondern nur das Sprit habe ich aber hier drin. Brauche ich auch noch mal 100. So. Und Drogerie habe ich hier nicht drin. Habe ich jetzt hier eigentlich alles bedient? Nee, Baby habe ich vergessen. Baby habe ich vergessen. Ach nee, wir haben ja gesagt, 70 kommen da rein. Haben wir das? So. So, damit haben wir es. Dann machen wir weiter mit meinem anderen Portemonnaie. Da habe ich schon 100 Euro drin bei Taschengeld. Ich hätte ja gerne 200 drin. Ne? Deswegen nehme ich nur 100. Und falls ihr euch fragt, woher ich das Geld hernehme, wer vielleicht dazu geschaltet hat oder ein Video nicht gesehen hat, wo ich das erwähne, das Geld nehme ich aus meinem Notfallgeld raus, was ich extra dafür angelegt habe und gespart habe. Ansonsten auch noch von meinen Etsy-Einnahmen. So, Gewerbe habe ich 100. Eigentlich nur für die Briefmarken. Toner habe ich schon eine neue, also ich habe neue Toner schon bestellt und so weiter. Deswegen kommen hier erstmal nur 100 rein. Und was haben wir hier noch? Drogerie. Auf jeden Fall. Kommen nochmal 20 rein. Ansonsten haben wir das Geld, glaube ich, hier verteilt. Jetzt müssten hoffentlich hier noch 130 da sein. 50,
60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30. Ja. Und das Geld kommt nämlich, das ist nämlich von meinem Etsy-Geld, hier rein. Und das werde ich dann mit euch im Laufe der Woche verteilen. Aber, was haben wir? 10, 20, 30, 40, 45. Ich glaube, ich nehme hier 30 raus. Dann lege ich erstmal nur 100 hier rein. Weil ich würde gerne hier noch was reinmachen. Für meine 365 Tage Sand Challenge. Vielleicht will ich nochmal Domino spielen und so weiter. Deswegen kommt das jetzt hier rein. So. 30 Euro sind vielleicht ein bisschen zu wenig, aber mir wurde noch nicht alles überwiesen von Etsy. Deswegen mache ich erstmal nur das hier rein. Vielleicht werde ich nochmal dann nachfüllen im Laufe des Monats. Weil ich lasse mir das von Etsy wöchentlich auszahlen. Sieht doch hübsch aus, wenn die so gefüllt sind. Findet ihr nicht? Dann habe ich jetzt ein bisschen für Spar-Challenges, ein bisschen für Sparspiele und für meine variablen Kosten. Ist doch nicht schlecht. So. So, dann haben wir das hier schon verteilt. Ich werde jetzt das hier noch auf jeden Fall ausfüllen. Und dadurch, dass ich einmal Pause gemacht hatte, um das hier zu machen, hat mein Handy das durchgehalten. Yes, Gott sei Dank. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet bei den nächsten Videos wieder ein. Lasst bitte einen Daumen hoch da und einen Kommentar und ein Abo. Damit unterstützt ihr mich sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.